Wir möchten nachher einen verlässlichen Reitbegleithund haben. Wir wollen nachher, dass der Hund, auch wenn ich auf dem Pferd sitze, auf meine Signale achtet, in meinem Einzugsbereich bleibt. Das entscheidet sich nachher von jedem Hund ganz individuell. Letztendlich richtet sich das danach, wie solide sind die Hunde am Boden ausgebildet, bevor ich den Hund überhaupt ans Pferd mit ins Gelände nehmen kann. Er ist ja ein Hund und er soll auch Hund leben dürfen. Er soll Hund sein dürfen. Die müssen nicht die ganze Zeit bei Fuß gehen. Es lässt sich auch nicht verhindern, dass ein Hund auch mal gegen den Pferdebauch springt oder gegen die Schulter. Ja? Deswegen machen wir ja dieses Training, damit auch das Pferd gelassener damit umgeht. Dieser Kurs soll jetzt ein Aufbau für euch sein, den Hund und das Pferd darauf vorzubereiten, mit dem Partner Kontakt zu bekommen.